Allein in den letzten Wochen seien dort 8 Männer festgenommen worden. Einige wohl direkt vor dieser betreffenden Bar, in der diese Scheißerei stattgefunden hat. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Um auf deine Frage zurückzukommen, Paulo, das ist die Osterfolge ist ideal, um so eine Bewerbung bei einem Ministerium abzugeben. Wenn wir da über deine polierten Eier reden, finde ich, ist das doch schon seriös. Schon nach 1 Minute 23. So ein bisschen monothematisch. Ist doch ja, aber, super. Aber so ein klassisches Ostereierministerium gibt es ja nicht. Also Lebensmittelverbraucher. Ja, Verbraucher. Wie heißt das? Bundesministerium für Landwirtschaft und Gedöns. Howdy ho, herzlich willkommen und viel Spaß mit einer neuen Episode unseres trinkstarken Medien- und Presse-Podcasts. Voll in die Presse, mit mir diesmal im Sammersurium versammelt, der Namensgeber Sammer. Moin. Der fast etwas gequält heute aus der Wäsche schauende Prollo Ferrari, liegt vielleicht an einem Transatlantikflug? Guten Abend. Ja, kommen wir gleich noch zu. Und der frisch vom Sport kommende, noch im Jogger gekleidete und entsprechend riechende Beef Rogers. Hallöchen. Meine Wenigkeit, Ben Cartwright, auch ich bin noch leicht gejetlaggt, obwohl ich nicht mal über den Atlantik geflogen bin. Ich bin einfach nur müde und dementsprechend wird das bestimmt eine richtig gute Folge. Und es gibt ja auch schon wieder wahnsinnig viel zu besprechen. Die Medienlandschaft ruht nicht. Die Verrückten werden immer lauter und da können wir auch gleich mal einsteigen. Oh, der Aufreger, jetzt hier schon kurz vor der Sendung, war ein gewisser Herr D. Punkt. Ich weiß gar nicht, wer das mal hier zur Sprache bringen. Der Matze. Der Matze D. Vielleicht war es der Matze D. Ja. Der D. Punkt Öpfner. Ja. Ja, der ist Öpfner und Malz verloren vielleicht, aber ja, vielleicht kann mal einer erzählen, was da eigentlich war und was wir jetzt hier so andeuten wollen. Ja, die Zeit hatte doch irgendwie E-Mails von ihm geleakt bekommen und er hat halt irgendwie vor allem über die Ostdeutschen ist er hergezogen. Die werden niemals Demokraten und sie seien entweder Kommunisten oder Faschisten. Das finde ich schon ziemlich harten Stoff. Und ja, was hat er noch erzählt? Na, er hat ja damit erstmal, ich sag mal, dem Vorzeigeblatt des Axel Springer Verlags, der Bild-Zeitung, alle Ehre gemacht, weil die haben es ja auch nicht so mit so, wie soll ich sagen, die ganz feinen Differenzierungen. Also da gibt es ja auch eher mit einem groben Knüppel drauf und alle sind das und alle sind jenes. Das ist schwarz passt oder halt weiß. Ins Bild, ganz stark. Möchte ich fast sagen. Ja. Ja, wie man sich den Chef von dem Laden vorstellt. Wunderschönes Wortspiel, passt ins Bild, ein traumhafter. Ja, richtig geil finde ich auch, dass dann zumindest Welt Online, also so wie ich jedenfalls gesucht habe, sie haben es totgeschwiegen. Ja, sie haben nicht mit einem Satz darüber berichtet. Und bei Bild gab es wohl ein Interview von der Chefin da, wie heißt die? Die heißt ja irgendwie Höpfner, ne? Er heißt Döpfner und die Höpfner oder ähnlich, so ähnlich irgendwie. Oder Hopp, irgendwie so. Ich glaube Höpfner oder also ähnlich jedenfalls. Ist ja noch nicht lang drin, da gab es dann irgendwie ein Interview mit ihr, wo sie dann irgendwie gesagt hat, irgendwie, ja, Chef, da wird aber mal eine Entschuldigung fällig oder so einen Spruch hat sie gebracht, während bei Welt sie einfach wirklich komplett totgeschwiegen haben und das finde ich vor allem vor dem Hintergrund lustig, dass Döpfner ja irgendwie, er hat sich ja dann irgendwie dann geäußert dazu und er sagte, seinen Einfluss auf die Bild, es ging vor allem um die Bild, aber auf die Welt dann ja letztlich auch, auf die Medien geht, dass er ja schon Einfluss hätte, das hofft er ja, aber natürlich würde redaktionelle Freiheit gelten bei den Redakteuren. Und da habe ich nur gedacht, ja, das ist bestimmt der Grund, weshalb die Welt Online darüber kein einziges Wort verloren hat. Ja, aber gegenüber darfst du auch bumsen und wegwerfen, wie es dir passt. Ab und zu wird mal einer erwischt. Ja, ich fand's halt echt, echt schräg. Vor allen Dingen, weil auch seine Einlassung so, die macht's eigentlich irgendwie noch peinlicher. Ne? Dann sagt er zum Beispiel, also er hätte keine Vorurteile gegenüber den Ostdeutschen. Aber wie gesagt, sie werden nie Demokraten und sie sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Ja. Aber er hat keine Vorurteile. Das sind ja auch keine Vorurteile, das sind ja alles Fakten. Ach so. Ja.
Das war ja der Fokus, Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Aber ähnlich großartiger Herausgeber. Wird er eigentlich noch von diesem Schmierigen regiert oder ist da jetzt auch ein anderer? Keine Ahnung. Ich habe den seit einem Jahrzehnt mindestens nicht mehr zur Kenntnis genommen. Der Fokus ist ja damals angetreten, so als Gegenentwurf zum Spiegel. Ja. Das haben sie, glaube ich, dann allenfalls als Gegenentwurf zum Stern geschafft. Aber selbst der ist, glaube ich, noch besser recherchiert gewesen. Wobei Fokus hält sich. Tja. Ja. Ja, wobei ich jetzt auch mal gelesen habe, dass die auch so ein bisschen schlingern würden. Also insofern. Ich glaube, die schlingern schon lang. Ja. Tja. Nicht so schlimm. Ja, schlingern tun wir ja jetzt auch raus aus der Atomkraft. Zweites Thema, was wir eben ganz kurz angedacht und angerissen hatten. Ich habe heute nur gelesen, gestern steigt Deutschland aus dem Atomstrom aus und heute wird Atomstrom aus Frankreich importiert. Habe ich nur als Schlagzeile gelesen, vielleicht sogar in der Bild, ich weiß es nicht, oder von der Bild, fand ich nur sehr bezeichnend, weil ich fürchte, dass es sogar war. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich wahr. Also jedenfalls ist es nichts Neues, dass wir Atomstrom auch schon jetzt vor dem Atom aus übrigens. Ja, genau. Dass wir aber da haben wir wenigstens auch noch ein bisschen was selber gebaut. Ja, es ist halt auch also für uns als Nordrhein-Westfalen schon ein bisschen ungünstig, wenn die Belgier weiterhin ihren Schrott betreiben. Das hilft uns also insofern nicht ganz so viel mit dem Ausstieg. Ja und nein. Andererseits wird dadurch natürlich der Umbau schon irgendwie forciert. Also ich glaube, das ist ja der Weg oder das Ziel, sagen wir mal so, dass das jetzt einfach dadurch, dass man einerseits ja durch die Zukäufe aus dem Ausland ein bisschen den Druck rausnimmt und auf der anderen Seite aber gleichzeitig jetzt einfach zwingend umbauen muss und auch das Geld, was man sonst noch in die Atomkraft steckt, dann oder unter finanzielle Unterstützung der Atomkraft, weil das ist ja tatsächlich auch sehr nicht billig. Atomkraft ist ja alles andere als billig, sondern wird ja massiv nur vom Staat am Leben gehalten und dadurch denke ich, ist einfach der Umbau der Energiewirtschaft einfach mal auf den Weg gebracht. Ja, Atomkraft ist so, wie ich jetzt gerade gelesen habe, tatsächlich die teuerste Stromform, auch teurer als Kohle. Gleichwohl irgendwie hätte es mir angesichts des Klimawandels logischer erschienen, dass man es umgekehrt gemacht hätte. Jetzt irgendwie sofort aus der Kohle raus und dann aus dem Atom so sukzessive, wie man halt die erneuerbaren Energien aufbaut, dann sukzessive aus Atom raus. Also hätte ich jetzt logischer gefunden, aber es ist anscheinend ja irgendwie, also erstens hat es die Merkel-Regierung ja schon beschlossen, also es war ja ohnehin schon gesetzlich verankert und zum anderen ist es natürlich auch ein Prestigethema der Grünen, das darf man auch nicht vergessen. Hm. Ja, ich meine, also Atom und Kohle ist halt so ein Pest- und Cholera-Thema, ne? Also ich meine, das ist gleich beides nicht wirklich gut und das ist das Problem. Das ist das Problem, ja. Das ist wahrscheinlich in Anführungsstrichen egal, welche Reihenfolge du wählst. Also Hauptsache, du fängst damit an. Ja, ich sag mal so, ne, die ganze Feinstaubgeschichte und was ist ich. Also man könnte sagen, Kohle tötet heute schon und auch über den Klimawandel. Also insofern hätte ich hätte es logischer gefunden, aber egal. Hauptsache, man kommt überhaupt mal voran. Apropos vorankommen, ich habe euch was Leckeres aus Italien mitgebracht. Ui. Ich wohne nämlich in Neapel und da gibt es, also es ist kein neapolitanisches Bier, aber es ist aus Italien und dafür aber auch noch schön kalt, ein Birra Moretti. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast hatten, also ich habe es definitiv schon mal getrunken. Ich meine, das schon genossen zu haben. Hier in der Runde. Ich will dich jetzt auch gar nicht enttäuschen, aber ich meine, ich hatte es mal im Rewe gekauft. Ich weiß, ich habe das auch nicht in Italien gekauft. Ja, weiß ich, Holland. Aha, entlarvt. Ja, ich bin doch nur mit Handgepäck. Ich kann ja nicht hier Bier ins Handgepäck. Dann war ich in Holland, 100 Milliliter. In Eindhoven, wo wir gelandet sind, dachte ich, ach geil, hab ich das gerade da. Ich hätte euch sonst Ichnusa mitgebracht. Das ist zwar auch nicht aus Neapel, sondern aus Sardinien. Da weiß ich aber, wo es das gibt und das bringe ich mal demnächst mit. Ich habe leider keine alkoholfreie Variante gefunden, deswegen verteile ich hier scharfe Humpen. Aber das nur mal so dazu. Und ansonsten ist Neapel laut und dreckig, aber sehr interessant. Wie so ein Kohlekraftwerk. Sind die auch laut?
Aber auf jeden Fall dreckig. Aber Prollo, erzähl doch mal, du warst doch jetzt auch über den großen Teich. Wir wollen doch hier mal so ein bisschen was Persönliches. Ja. Erzähl doch mal von deinem kleinen, du bist doch mit dem Hausboot nach Amerika, oder wie war das? Ich bin mit dem Hausboot nach Amerika wegen des Klimas. Sehr und gut. Als wir dann am Flughafen angekommen sind mit dem Hausboot, war ich schon überrascht. Man darf nämlich, wusstet ihr das, in den USA keine Waffen mit ins Handgepäck nehmen. Och. Ja, die musst du in den Koffer tun. Ich frage mich ehrlich gesagt ob das mit dem wievielten Zusatzartikel, weiß ich nicht, der wievielte ist es? Zweite. Mit dem zweiten Zusatzartikel vereinbar ist, dass man als Amerikaner eine Waffe tragen darf. Also das sollten sie wirklich mal über den Supreme Court nochmal checken lassen. Ja, vor allem, wenn einem jemand angreift im Flugzeug, da kann man sich ja nicht wehren. Ja. Also da kann man wild um sich schießen. Also ich weiß, sämtliche Filme, die ich gesehen habe, da enden Schießereien im Flugzeug eigentlich immer positiv. Ja, also insofern... Ja, ich denke auch. Jetzt überleg dir mal, also wahrscheinlich wären einige Flugzeugentführungen und schlimme Sachen nicht passiert, wenn die Passagiere alle bewaffnet gewesen wären. Und jetzt hört euch mal genau das Kleingedruckte an von dem, was er gerade gesagt hat. Der sagte, man darf es nur ins Handgepäck mitnehmen. Also ich meine mich zu erinnern. Ins aufgegebene Gepäck. Ja, also aber ins aufgegebene natürlich. Ins aufgegebene Gepäck. Aber da steht doch auch immer diese Also darfst du wirklich Waffen, das muss man nochmal, also das musst du nochmal recherchieren, ob du bei einer europäischen Airline eine scharfe Waffe, jetzt mal Waffenschein-Gedöns, alles vorausgesetzt, entladen, gesichert, was auch immer, mit ins Aufgabegepäck geben darfst. Also bei einer europäischen wahrscheinlich nicht, das Schild las ich ja. Was macht denn der Amerikaner, wenn er nach Europa geflogen ist? Ja, da muss er natürlich seine Waffe ins Sperrgepäck. Weil das sind ja auch ziemlich lang, diese AK-47. Naja, aber wenn du jetzt mal so als Schützenverein machst du irgendwie so einen Austausch mit Neapel oder so, ja, da kann es ja nicht sein, dass du ja mit dem Auto fahren musst. Also da wird es sicherlich Möglichkeiten geben, dass du das aufgeben kannst als Gepäck und dann ballerst du in Neapel halt rum. Ja, vielleicht ist das auch einfach möglich. Und wir wissen, oder ich weiß das einfach nicht, dass du im Aufgabegepäck Waffen mit allen Berechtigungen, die du so hast, aufgeben darfst. Vielleicht ist das gar nicht so skurril, wie sich das mir gerade anmutet. Vielleicht darfst du nur keine Munition mitnehmen oder musst die separat irgendwie... Ja. Ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich so, also ich meine mich zu entsinnen in den USA, dass man zumindest keine Panzerhaubitzen mit ins Flugzeug nehmen darf. Ja. Aber und Granaten musst du in so ein Liter Säckchen mitnehmen und auch... Die müssen auch mit so Zipperbeutel, ne? Die müssen im Zipperbeutel sein, ne? Das wär's. Du darfst die Knarre mitnehmen, also sie muss im transparenten Zipbeutel drin sein, damit du es richtig sehen kannst. Und die in einem anderen getrennten Beutel müssen die Kugeln sein. So. Ja. Dann das würde auch Sinn ergeben. Da würde ich mich auch ein bisschen sicherer fühlen. Ja, genau. Dann ist safe. Ja, eben. Aber am Köln-Bonner Flughafen gibt es jetzt tatsächlich zwei Schleusen, wo du gar nichts mehr rausholen musst. Das sind die neuen und die sollen es ja ab Mitte nächsten Jahres überall geben, dass du deine Flüssigkeiten und Elektrogeräte nicht mehr rausholen musst. Also in Neapel zum Beispiel musstest du es auch nicht tun. Wie funktioniert das dann? Ja, die können das halt quasi durch den Koffer durch auch lokalisieren und so gut scannen, dass es einfach nicht mehr nötig ist, das rauszuholen. Und das muss man ja immer so separat legen, damit sie nichts darunter haben. Aber offensichtlich können diese Geräte das inzwischen in so viele Schichten zerlegen. Und in Eindhoven war das, sorry, nicht in Neapel, in Eindhoven auf dem Hinflug. Dann haben sie mir, weil das darf man nicht mit ins Flugzeug nehmen, meine schönen Wunderkerzen rausgenommen. Gilt als Feuerwerk. Ich wollte meine Frau zum Geburtstag so mit einem Festival der Lichtspektakel überraschen. An Bord. Im Flugzeug natürlich. Im Flugzeug, ja, gut. Aber du darfst ein Feuerzeug mitnehmen, glaube ich. Aber nicht raus. Das fischen sie zumindest nicht raus. Aber da kannst du eine Kerze mitnehmen. Da kannst du doch dann so ein Yes-Törtchen und da kannst du dann also singen im Flugzeug. Das stimmt. Da singen bestimmt Kerzen sofort alle mit. Dabei gehabt, ja, romantisch wie ich bin. Ja, aber wenn du das Feuerzeug mitnehmen kannst, ist das schon wieder gefährlich. Das ist also sogar Gas, sonst ist ja explosiv. Richtig. Und das hat mich auch gewundert, weil du könntest ja auch einfach so einen Sitz anzünden oder irgendwas in Brand stecken. Apropos Sitz, gehört es zu den Leuten, die doch diese Sicherheitsvideos aus Interesse immer noch nachverfolgen oder mitverfolgen. Ich dachte, nachspielen. Anfang laufen. Nachspielen auch. Genau. Feuer. Und in der Business Class, wo ich ja selbstverständlich immer fliege, da wird darauf hingewiesen, dass man, wenn einem das Handy zwischen die Sitze rutscht, nicht anfangen soll, die Sitze zu verstellen, weil dabei geht das Handy vielleicht kaputt und dann in Flammen auf, sondern man soll den Service rufen. Das also wird sogar in der Holzklasse so gesagt, tatsächlich. Ja.
Nein, das kann nicht sein. Ich habe immer... Doch. Das haben die auch bei uns in der Holzklasse gesagt. Ja, auch wenn das Handy heiß wird oder irgendwie was, dann soll man sofort jemanden rufen. Ja. So, apropos heiß wird mir auch. Oh ja, Prost. Ein Bieder. Was ich eben sagen wollte, wir haben jetzt, das ist jetzt die 75. Folge, die wir gerade aufnehmen. Also auch wieder ein kleines Jubiläum. Und es wäre, glaube ich, mal ganz geil, wenn man, also ich natürlich nicht, einer von euch sich die Mühe macht, mal alle Getränke rauszuschreiben, die wir da schon verköstigt haben. Weil das schreiben wir da immer auf. Und das ist inzwischen, glaube ich, eine ganz schön lange Latte. Und da müsste man auch nochmal statistisch erfassen, wie viel Prozent Bier, aus welchen Herkunftsländern und so weiter. Das wäre doch mal geil. Wäre doch eine tolle Aufgabe. Haben wir nicht einen Praktikanten oder so? Ja, müssen wir mal gucken irgendwie. Was, mag der Jim Knopf vielleicht mal Praktikum machen bei uns? Oder FSJ? Das braucht noch ein bisschen, aber bis dahin eher die mit den größeren Kindern. Also hier Boeuf Roger oder du, Ben. Ja, die haben ja schon ganz andere Interessen, aber ja, das wäre mal vielleicht auch für irgendeinen Superfan von unseren zahlreichen Fans. Das wäre natürlich mal echt eine geile Idee, einfach mal so ein kleines Excel-Ding aufzumachen mit ein paar Graphen und so. Vielleicht gibt es da so ein paar Freaks, die das dann oder GPT können wir ja mal fragen. Apropos Statistiken, mir ist unter der Woche in einem Newsletter, den ich eigentlich die ganze Zeit wieder deabonnieren will, aber der dann doch irgendwie immer mal wieder was Interessantes hat, Folgendes untergekommen, so für, als kleines Incentive für uns, wohin wir uns entwickeln wollen. Ihr kennt aber bestimmt alle Deutschlands populärsten Podcast, Gemischtes Hack. Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Also ich höre ihn sehr, sehr selten. Ich habe es einmal gehört und muss sagen, das war wirklich ganz cool gemacht. Die sind auch nur zwei Typen, die über allen Scheiß, ich weiß gar nicht, wie regelmäßig über allen Scheiß, der da so passiert, reden. Ich habe mir die Folge über Busen angehört damals. Das fand ich besonders interessant. Wundert mich nicht. Ja, und Gemischtes Hack hat es jetzt geschafft, als erster europäischer Podcast eine bestimmte Stream-Anzahl auf Spotify zu erreichen. Und jetzt erste Frage, was glaubt ihr, wie viele Streams und Downloads, die damit verbunden sind, die geschafft haben? Welche magische europäische Kennziffer? Also Ami-Podcasts haben das schon früher geknackt, aber europäische Podcasts zum ersten Mal. Welche ist das? Bestimmt eine große Zahl. Eine große Zahl. 50? 50? Da wären wir dann ja auch schon da. Ja. Millionen oder was glaubst du? Na, ich hab die 5 noch in Erinnerung, weil das irgendwer von euch rumgeschickt hat. Ich meine, es waren, 500.000 kommt mir zu wenig vor. Sag mal, mehr. 500 Millionen. 500 Millionen, richtig. So 500 Millionen. Und jetzt könnt ihr euch auch noch daran erinnern, wie viele Folgen sie dafür gebraucht haben. Wir sind bei Folge 74, jetzt 75. Tja, 200? Ja, genau. 216 Folgen. Das heißt, die Säcke haben 2,3 Millionen Streams pro Folge. Tja. Boah, Säcke. Ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind ja auch noch nicht bei 216. Nee, aber wir haben auch keine 2,3 Millionen pro Stream. Das heißt, wir brauchen eine Quote von 100.000 oder was pro. Ja, aber ab heute. Nee, 100 Millionen. Ab heute dann einfach mehr. Doppelt so viel wie. Wie viel vorher. Aber dazu zu dem Thema passt sehr gut. Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor, heute hier zu bringen, aber hatte ich auf meiner Liste. Dazu passt, dass der Spiegel jetzt berichtet hat über Podcasts der Bundesregierung. Mhm. Das ist nämlich ganz interessant. Also zum Beispiel, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat für seinen Podcast, für die Aufnahme von 11 Folgen, 223.800 Euro ausgegeben. Wow. Also ich würde sagen, die Produktion unserer über 70 Folgen war irgendwie wesentlich günstiger. Und jetzt ratet mal, wenn du schon da bei den Zahlen bist, wie viele Hörer haben die denn so? Also hier wird jetzt nur beispielhaft die letzte Episode genannt. Zu welchem Thema denn? Also welches Ministerium war das? Das Heilministerium Arbeit und Soziales. Oh, ja, ein stinklangweiliges Thema. Aber bestimmt 16? Nee, ich glaube, die haben so bestimmt so 2.000, 3.000. Der hat 1.326 Hörer,
Also, aber dafür finde ich, also ehrlich gesagt, die Kosten, das finde ich schon irgendwie ein ziemliches Missverhältnis. Aber es gibt noch andere. Ich gucke mal gerade. Wie viele Mitarbeiter hat denn das Ministerium? Ja, das wird ja also nicht genannt. Vielleicht wäre es auch günstiger gewesen, die geneigten Hörer einfach persönlich zu besuchen und ihnen den Text vorzulesen. Ja, irgendwie sowas vorzutragen oder pantomimisch. Nee, aber obwohl pantomimisch funktioniert der Podcast nicht so gut, ne? Ja, wäre mal eine neue Form. Ja, also ist leicht schnell produziert. Ja. Halbe Stunde weißes Rauschen. Ist ja auch mal schön. Ja, jedenfalls, hier es geht noch weiter. Der IT-Beauftragte des Bundes hat immerhin 66.000 Euro, oder das Innenministerium hat immerhin 66.000 Euro dafür ausgegeben. Und es hat zuletzt 648 Menschen erreicht, so eine Podcast-Folge. Also irgendwie so richtig großartig ist das Ganze nicht. Ja. Also da werden jetzt noch mehr Beispiele aufgeführt. Also es ist wahnsinnig teuer für nicht viel mehr Hörer, als wir sie haben. Und irgendwie scheint es mir Quatsch zu sein. Ja, man fragt sich natürlich auch, woran liegt's, ja? Wenn es wenigstens jetzt nicht so teuer gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, die probieren es wenigstens. Das ist ja auch in Ordnung. Man muss auch als, sage ich mal, verstaubte Behörde versuchen, irgendwie in die neuen Medien reinzukommen. Dann machst du halt einen Podcast. Aber wieso brauche ich 223.000 Euro dafür? Ja, muss wahrscheinlich ausschreiben und keine Ahnung. Also wenn wir das Geld hier ausgeben würden, also ich schätze mal so, dass wir was, wir haben es ja jedes Jahr, wir haben vielleicht Kosten, weil wir alles selber machen, von ein paar hundert Euro im Jahr. Also lass es 400-500 Euro einfach Bierkosten. Bierkosten und so weiter. Gagen zahlen wir uns nicht aus. Sollten wir auf Mineralwassertests umsteigen. Also will sagen, man kann uns mit sehr geringem Aufwand kann man uns sponsoren eigentlich. Aber wir tragen auch alles bereitwillig vor. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, auch das Medium-Podcast. Das ist so die ganz große Sause ist auch vorbei. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir machen es auch schon ein paar Jahre, aber ich fürchte, so, das ist so inflationär gewachsen. Also das würde mich mal interessieren, eine Statistik des Angebots an Podcasts insgesamt, wie das über die Jahre entstanden ist. Ich meine, das ist ja kein super neues Medium, aber ich glaube, dass du einfach, wenn du früh genug dabei warst, einfach noch eine ganz, ganz gute Aufmerksamkeit erzeugen konntest. Inzwischen machst du einen neuen Podcast auf und du versinkst ja eigentlich. Also so wie wir das machen, mal ganz selbstkritisch, einfach nur überall in alle, wir sind zwar in allen geilen Plattformen vertreten, aber ohne großes Social-Media-Marketing und sonst was. Wir sind ja alle jetzt nicht so die Influencer-Typen. Ich disse die ja auch immer gerne. Da werden wir wahrscheinlich auch nie die 2,3 Millionen erreichen. Und hier die beiden Jungs, abgesehen davon, dass sie richtig gut sind, die haben natürlich auch als Comedians und Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch ganz andere Möglichkeiten. Und viele andere Podcasts, das erstaunt mich halt auch immer, die richtig scheiße sind. Also der ist wohlgemerkt echt gut, möchte ich nicht dissen hier, aber manche Podcasts hörst du dir an und denkst so, boah, ist das Grütze, haben aber tausende von Downloads, ohne weiteres, einfach weil da irgendein YouTuber-Name dahinter steht. Ne? Ja. Immer wieder dasselbe. Ja, aber du musst optimistisch bleiben, Ben. Du darfst jetzt nicht, das hörte sich jetzt schon so ein bisschen resignierend an, das gefällt bin mir nicht. Bin ich auch manchmal, weil ich bin derjenige, der immer nachts da sitzt und den Schrott das gefällt mir nicht, du musst optimistisch bleiben, Ben. Die 1,2 Millionen, die sind machbar. Danke. Ja, wir müssen erstmal, finde ich, mehr Geld ausgeben und dann kommt der Erfolg schon ganz aber von alleine. Mit dem mehr Geld, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie viel waren das? 1300 und wie viele Hörer waren das? 1362, glaube ich. Also das Bundesministerium für Arbeit hat 1213 Mitarbeiter. Also ich glaube, da hat es dann, die mussten es alle einmal hören und dann waren es noch ungefähr noch 100, dann noch 100 mehr. Das war dann wahrscheinlich das gezwungene Verwandtschaft. Wenn der Dienstrechner angeht, fängt das automatisch an. Auch bei jedem Anruf hausintern geht sofort los. Oh Mann. Verdammt, du hast recht, Beef. Ja, das ist ja auch die Frage, wer will das denn hören? Also es kommt doch ein bisschen noch auf die Themen an, aber ja, würdest du dir das reinziehen abends, wenn du im Bett liegst und noch irgendwie Ja, aber ich finde es grundsätzlich schon richtig, dass die Behörden, auch wenn es so ein verstaubtes Ministerium ist, sowas machen. Aber ich kann es auch verstehen. Das kannst du auch echt mit einem kleinen Budget machen. Also so schlecht ist hier die Qualität, die wir hier bieten, nicht. Und es ist alles andere als teuer, also ehrlich.
Vielleicht sollten wir statt hier auf Sponsoring zu setzen, sollten wir lieber so für Behörden Werbung machen. Ja, heute schon beim Arbeitsamt gewesen. Hey, wir sollten für Behörden diesen Podcast aufnehmen. Wir haben das ganze Equipment hier stehen. Oder auch, wie wäre es denn so mit Behördenmitarbeiter als Zielgruppe überhaupt auch? Die haben ja auch Zeit. Und wir machen das. Da kennen wir uns aber zu wenig aus. Statt im Radio in der Kaffeeküche. Wir könnten ja einfach mal, ist da jetzt mal für einen hier Recherchearbeit mal rauskriegen, welches Bundesministerium noch keinen Podcast hat, und denen bieten wir das einfach an. Sagen wir, machen das für die. Ich sag mal, wir werden dann 2000 Euro unter dem fürs Arbeitsministerium bleiben. Und das ist doch super. Welche haben wir denn eine Folge, die wir da als Kostprobe anbieten können, wo es nicht um Dinge geht? Der Sammer hat ja gerade eben von unserer Osterfolge so geschwärmt. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass mir das auch echt großen Spaß gemacht hat, die zusammenzubauen. Das war wirklich, ich weiß nicht, ich finde das auch den anderen ging. Ich auch. An der Stelle, das habe ich eigentlich versprochen, ein Fan hat uns bei YouTube geschrieben, man möchte fast sagen, dass ich ihn kenne. Er hat mich nämlich auch angerufen und darauf hingewiesen, dass er bei YouTube, oder dass einer bei YouTube sich als unseren größten Fan geoutet hat. Also stimmt, lieber Maufi TV, Grüße gehen raus. Ich habe mein Wort eingelöst. Ich habe deinen Kommentar vorgelesen. Ich hatte zwar versprochen, weil da hat er darauf eigentlich bestanden, dass ich es ganz am Anfang mache, weil er will eigentlich nicht so die ganze Folge hören. Ja, gut. Wäre geiler, wenn ich ihn am Anfang grüßen würde, aber da musst du jetzt durch, mein Lieber. Sonst muss er es machen wie Hank Frank und einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, richtig. Ja, genau. Auf 1,5. Ja. Hank Frank ist ja auch immer auf der Überholspur. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, Prollo, das ist die Osterfolge ist ideal, um so eine Bewerbung bei einem Ministerium abzugeben. Wenn wir da über deine polierten Eier reden, finde ich, das doch schon seriös. Schon nach 1 Minute 23. So ein bisschen monothematisch. Ist doch super. Aber so ein klassisches Ostereierministerium gibt es ja nicht. Also Lebensmittelverbraucher. Wie heißt das? Bundesministerium für Landwirtschaft und Gedöns. Gut, bei einer Gelegenheit saß ich irgendwo, wo zwei Leute von denen mit am Tisch saßen und erzählten davon, von Drohnenförderung. Also irgendwie, die haben auch so Themen, wo man sich denkt, das ist zumindest Podcast-Material. Also ich muss ja wenn man irgendwie so irgendwie so semi-professionelle Vereinsdrohnen von denen gefördert kriegt, um damit Rehe zu beobachten, damit die idealerweise nicht in den Mähdrescher geraten, mit dem man dann das Feld Oder abmäht. Wir machen eine Ministeriums-Sonderfolge mit nur skurrilen Geschichten rund um Ministerien. Der Sammer hat ja gerade schon eine schöne Geschichte ausgepackt, wobei es nicht skurril, aber es ist eine erwähnenswerte Story mit den Kosten für Podcasts. Und dass man einfach nochmal guckt, was gibt es so in der Behördenwelt. Und dann vielleicht kann man dir anrufen und sagen, wenn man von den 1000 Euro pro Hörer was abbekäme, würde man es ihnen noch würden weghören. Sie besser wegkommen. Komm, wir hören ihnen 4 Hörer für 250 Euro. Wir werden das Schwarzbuch da wird der Podcast-Szene. Ja, es soll ja sogar eine Behörde geben, wo jemand irgendwie 800 Mal zu spät gekommen ist und nicht aus dem Beamtenverhältnis gibt's ja Geschichten beseitigt werden konnte. Unglaublich. Gibt sicherlich gute Sachen. Wobei ich jetzt, wenn ich den Behördenleiter von unserem Landwirtschaftsministerium, dann kommt mir direkt, das haben wir heute auch bekommen, eine Bierspende von einem unserer treuen Hörer, One of a Million, und der hat hier das Münsterländer Hanf auch. Also das ist ja auch was, was mir so ein bisschen auch beim Landwirtschaftsministerium so ein bisschen in den Kopf reingeht. Das könnten wir dann auch noch mal irgendwie mit reinnehmen. Aus der Brauerei Gruthaus. Das ist von der Brauerei Gruthaus. Das ist aus dem Münster, glaube ich. Da gibt es doch bei denen jetzt bestimmt schon Münster? So ein Referat für Hanffragen, oder? Aber wenn wir jetzt hier schon bei verstaubten Behörden sind, dann könnte ich jetzt, soll ich mal mit der ersten Story einsteigen, weil das da geht auch ein Stück weit, spielt da eine meines Erachtens verstaubte Behörde rein. Und der Prollo, der war ja auch gar nicht jetzt aus Freizeitgründen in Florida, sondern der hat vor Ort einfach nochmal recherchiert zu dem Thema, was ich jetzt gerade vorstellen möchte, worüber nicht nur der Spiegel, sondern auch Welt Online und andere berichtet haben, nämlich, dass eine Kunstlehrerin in Florida, die sogar die Schule geleitet hat, also Schulleiterin war, die hat die David-Statue da im Kunstunterricht den Schülern vorgestellt, die steht in Florenz ja im Museum. Und oh Unglück, diese Statue ist nackt. Sie ist nackt.
Was kann man sich vorstellen, was ist passiert? Es hat natürlich einen riesen Aufschrei gegeben, und zwar unter der Elternschaft. Also mindestens drei Elternteile haben sich beschwert. Eine unter anderem deswegen, weil sie sagte, dass da Pornografie gezeigt worden wäre. Und es ist gekommen, wie es kommen musste. Die Lehrerin wurde gefeuert, beziehungsweise sie wurde nicht gefeuert, sondern sie wurde ein Ultimatum gestellt, sie solle zurücktreten. Das hat sie dann auch gemacht. Sie wurde unter Polizeibewachung aus der Schule eskortiert. Und dieses Ding ist dann aber viral gegangen, um die Welt gegangen und hat echt für Aufruhr gesorgt, wie man denn bitte die David-Statue als Pornografie bezeichnen könnte. Ja, vor allem Michelangelo, der Perverse. der gehört auch in den Knast. Ja, und das Museum in Florenz, ist das dann der größte Puff der Welt? Mit Sicherheit, das ist ja... Boah. Das ist doch alles Rotlichtmilieu. Ja, und Behörde deswegen, weil die Schulbehörde letztlich dieses Ultimatum gestellt hatte. Und die rechtfertigen sich ja auch so ein Stück weit. Der Typ von der Schulbehörde, der hat auch noch so einen lustigen Namen, den muss ich gleich noch mal raussuchen, weil ich jetzt gerade nicht griffbereit. Der ich suche es gleich raus. Der sagt, ja, er hätte jetzt ja gar nichts dagegen, wenn die Statue auch im Unterricht gezeigt wird, aber es gäbe halt eine Richtlinie, und danach müsste die Lehrerin zu Beginn des Schuljahrs eben sozusagen vorstellen, was sie da alles so zeigen möchte, damit dann die Eltern die Möglichkeit hätten zu sagen, nö, will ich nicht, dass mein Kind das sieht. So, und daran hätte sie sich halt nicht gehalten. Und das sei unerhört. Also genau, hier, also laut Spiegel heißt der Typ, also ich weiß jetzt nicht, was das Dritte dahinter soll, Barney Bishop der Dritte. Also wieso da noch ein Römisch 3 jetzt dahinter steht, keine Ahnung. Haben die auch, weil sein Vater und sein Opa auch schon so hießen. Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich find's ziemlich krass. Ich meine, das ist jetzt nicht repräsentativ für die USA, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist doch irgendwie kaum zu glauben, oder? Ja, das ist aber ein sehr schönes Beispiel für die Doppelmoral, die da größtenteils herrscht. Also ich habe das ja hier schon ein paar Mal erzählt, als ich als 16-Jähriger nicht ganz so weit weg von Florida in Michigan zur Schule ging, in meinem Austauschjahr, war ich schwer enttäuscht, weil es heißt hier immer so Land of the Free und alles ist möglich. Und dann kommst du hin und erstmal ist alles verboten. Alkohol gibt's nicht. Nackte Knie waren bei mir in der Schule verboten. Also Mädchen mussten. Hast du einen Schottenrock dabei gehabt? Ja, ich nicht, aber die Mädchen mussten Röcke tragen, auch T-Shirts mit Alkoholwerbung, also Guinness oder was, darfst du da nicht haben. Aber was da hinter den Kulissen passiert, ist der absolute Wahnsinn. Das will ich jetzt gar nicht hier alles wieder aufrollen. Und das war einfach komplett doppelmoralisch. Also das ist wie so in deiner Autobiografie, die ist ja auch verfilmt worden unter dem Titel American Pie. Ja, richtig. Ja. Ich war der Apfelkuchen. Ja, ja, also es gibt auch noch ein paar kleinere Details, die möchte dann auch nochmal gerade jetzt euch an die Hand geben. Beef? Nee, mach du erst. Also zum einen hat sich die Direktorin des Museums geäußert, die sagte, das möchte ich mal einfach das Zitat kurz bringen, zu denken, dass der David pornografisch sein könnte, bedeutet den Inhalt der Bibel, der westlichen Kultur und die Kunst der Renaissance nicht zu verstehen. Also wer hat das gesagt? Das die Direktorin des Museums in Italien, in Florenz. Ach so, in Italien, okay. Das genau. War gerade überrascht über so eine differenzierte Meinung. Nee, das kam jetzt nicht aus den USA. Das hätte natürlich nicht gepasst. Irgendwo sagte auch noch jemand weiteres aus Italien, ich weiß nicht, ob es der Bürgermeister war oder auch aus dem Museum, dass das absolut peinlich sei, das so zu bezeichnen. Jedenfalls hat das Museum oder der Bürgermeister, ich weiß jetzt gerade nicht, hat die Schulklasse auch eingeladen, nach Florenz zu kommen und sich das Ganze anzuschauen. Und das finde ich auch noch mal ganz nett. Und
ja, insofern, mal schauen, sie werden wahrscheinlich jetzt eher nicht drauf eingehen, nehme ich mal an, und da vorbeifahren, aber... Ja, weil sie wahrscheinlich ihre Schusswaffen nicht im Flugzeug mit nach Europa nehmen dürfen. Also das ist ja wahrscheinlich das Problem. Nichtsdestotrotz, und was ich, das finde ich noch ein Aspekt, den hast du da auch im Nebensatz noch erwähnt, besonders in dem Artikel vorgestellt, dass der Schulleiter oder der Bereichsleiter oder was auch immer, keine Ahnung, gesagt hat, dass ja im Vorfeld das den Eltern vorgestellt werden muss und die das dann quasi genehmigen müssen, was da im Unterricht drangenommen wird. Ja. Das finde ich extrem bizarr, weil dann hast du irgendwelche, ich nenne es jetzt mal religiösen Fanatiker und Extremisten, die da völlig bekloppte Ansichten haben und die können im Prinzip da wesentliche kulturelle und sonstige Inhalte ausbremsen, weil sie sagen, das gibt's auf gar keinen Fall. Das ist völlig krank. Du meinst das mit der Evolution? Ich meine, unter anderem, also so ein paar... tendenziell auch belegte Dinge, wo dann, und das finde ich tatsächlich auch wirklich abstrus. Also wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, wenn jetzt, ihr habt ja auch alle Kinder in verschiedensten Altersstufen und wenn ich da denke, dass ich alle Elternteile massiv in die Unterrichtsinhalte einmischen dürften, sollten, könnten, das... Da kannst du doch nur noch zum das kann nicht funktionieren. Ja, das sollte man aber als WhatsApp-Gruppe dann organisieren. Ja, aber das da kann nichts schief gehen. Aber das ist, glaube ich, etwas, Beef. Ich stimme dir voll zu, 100%. Aber ich glaube, das ist etwas, was Trend ist in vielen Bundesstaaten in den USA, unabhängig jetzt von diesem Fall, ist sozusagen das Stichwort zu dem Thema. Den Eltern sozusagen das Erziehungsrecht zurückzugeben. Ja, das ist ja nicht jetzt nur in diesem Fall so, sondern da geht es ja auch zum Beispiel mit diesen ganzen Drag Queens und weiß nicht was alles, ja. Das ist ja genauso bekloppt. Und diesen Don't Say Gay Act und so weiter, ja. Es ginge, die tun dann immer so, es geht darum, dass wir, der Staat darf das ja nicht bestimmen, sondern die Eltern haben das Erziehungsrecht. Mhm. Wir geben das denen quasi zurück. Ja? Ja, wobei ich hier ja nicht von Erziehungsrecht, sondern eher von Bildungsrecht sprechen würde. Also das ist ja, Erziehung ist das eine. Und ich glaube, Erziehung findet für meine Begriffe nicht in der Schule statt, sondern im Wesentlichen schon im Elternhaus. Aber die Bildung, und das ist der Punkt, darum geht's. Und das Neugierigmachen für die Weite der Welt, das klingt jetzt alles ein bisschen sehr pathetisch, das ist das, was die Schule machen muss. Und wenn ich da immer nur einschränke und immer nur weglasse, da wird es nicht besser von. Wir hatten das ja vor längerem schon mal, Thema selbstreferenziell, dass dieser Maus, genau, Graphic Novel, dass die ja auch vom Lehrplan genommen wurde. Und da gibt es ja noch mehr Beispiele jetzt aktuell, auch dass der Holocaust da irgendwie verharmlost, also nicht mehr dargestellt wird, auch Anne Frank und solche Sachen. Das ist ja völlig krank. Also völlig krank. Ja, es ist völlig abstrus irgendwann. Und genauso Don't Say Gay. Also ich meine, ganz ehrlich, ich brauche das nicht gut oder schlecht zu finden, das ist völlig egal. Aber ich nehme einfach einen festen, belegbaren, bestehenden Bestandteil einer Gesellschaft raus. Sag ich, den gibt's halt nicht. Ich mache die Augen zu, dann sehe ich es nicht mehr und dann gibt's das auch nicht. Ja, ja, genau. Das ist, ich glaube, das hieß damals bei Douglas Adams irgendwie der pangalaktische Donnergurgler oder so, keine Ahnung, das war irgend so ein Vieh. Das hat dich sofort gefressen, es sei denn, du hast selber die Augen zugemacht, weil dann hat das Vieh gedacht, dich gibt es nicht und hat dich auch in Ruhe gelassen. Das ist, in dem Buch war es extrem witzig, aber hier ist es völlig bekloppt. Es ist völlig bekloppt, das stimmt. Ist nicht mehr nachzuvollziehen. Sehen Gott sei Dank auch viele Amis so. Ja, aber... Ich weiß nicht, also dann regen sie immer über irgendwelche Taliban auf, die dann verbieten, dass die und im Iran, wo dann irgendwelche Kopftuchzwänge und sonst was ist und Mädchen nicht mehr in die Schule dürfen. Aber das ist doch hier genauso. Ja. Also ich finde das schlimm, eine schlimme Entwicklung. Ja, ich wollte euch jetzt noch zwei ganz kurze O-Töne geben, weil ich hier gerade sagte, Gott sei Dank finden das nicht alle Amis so selbstverständlich, was da passiert in Florida. Ich habe das zwei Bekannten geschickt und also den Artikel vom Spiegel und hier der Logan aus South Carolina, der fand es nur crazy, aber die Monika, die lebt in Toronto, die ist aber ursprünglich aus den USA, die hat mir ganz witzig zurückgeschrieben, das wollte ich euch jetzt gerade kurz vorlesen. Also ich habe ihr geschickt zur Erklärung,
den Artikel und da sieht man, das könnt ihr hier auch sehen, da sieht man auch so ein, in der Vorschau des Artikels so ein Bild von dieser David-Statue, von dieser nackten. Ne? Hast du den ein du Schwein. Bild geschickt? Ah. Und dann schreibt sie Pornhub. Und dann hat sie jetzt geantwortet, ja, sie hat diesen Affen, der sich die Augen zuhält, gepostet, ja, und hat dann geschrieben, covering the eyes for pornography that you are sending me. What's next? Do I have to join your BDSM Dungeon Club? Woher weiß sie davon? Da war ich jetzt auch schon länger nicht. Ja, die Monika ist immer lustig. Das ist sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt der müssen Club wir heißt übrigens Bernie und Herd. FBI, open up! Wir sind enttarnt. Krasse Geschichte. Ja, schwierig. Also immer wieder gut für sowas zu haben, die USA, was ja ein tolles Land ist, ein atemberaubendes Land zu bereisen. Also Prollo, du kannst ja auch mal eine Lanze für Florida brechen. Da war ich zwar noch nicht, aber es ist ja schon geil, dort auch zu reisen und auch sehr, sehr beeindruckend immer wieder. Aber diese Sachen, die lassen einen halt ständig mit dem Kopf schütteln, so aus europäischer Sicht. Und führt mich auch immer wieder dazu, dass ich eigentlich momentan nirgendwo anders leben wollte als in den USA. Als in Europa. Ah, habe ich gerade versprochen. Also nicht in den USA und auch sonst wo nicht unbedingt. Also vielleicht noch Kanada, aber es ist schon, wir haben es schon an und für sich auch ganz gut hier. Also ja. Mit der Kultur und wobei die Dummheit auch hier um sich greift. Wer kennt das Lied von NoFX? The Idiots are taken over. Das ist leider bewahrheitet sich immer mehr. Das ist aber so tatsächlich so ein Dauerzustand, gegen den es anzukämpfen gilt. Ja, was hat übrigens, ist auch grau und hat einen langen Rüssel. Beef. Also du meinst auch einen langen Rüssel. So wie der Michelangelo. So wie der Michel. Ja, mein Lieblingstier, der Elefant. Genau, der Elefant. Der Elefant ist nämlich nicht nur grau, sondern auch schlau. Schlau, richtig. Und tatsächlich, da wollte ich euch mal ein bisschen was mitbringen aus dem Internet. Die Elefanten in Thailand, die haben nämlich gar nicht so doof gelernt, von ihrem Vorrecht im Straßenverkehr Gebrauch zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie das für sich genutzt haben. Also die Das habe ich irgendwie gesehen. Die sind doch dahin und haben irgendwelche Laster überfallen oder ja, sowas. Ja, ich zeige euch das mal hier. Überfallen, geil. Ja, nee, die haben irgendwie. Ja, der Sammer ist wie immer repräsentiert die uninformierte Zielgruppe, deswegen zeige ich euch das mal. Einer von dreien. So, da trötet der Elefant. Also man sieht einen LKW beladen mit Holz bis oben hin und eine sehr befahrene Straße, auf die dann der große Elefant einfach drauf marschiert und diesen LKW deswegen ausbremst und dann geht der Elefant, der Dickhäuter hin und holt sich. Ja, Zuckerrohr ist das, kein Holz. Genau, richtig. Der holt sich eine Stange Zuckerrohr oder zwei, drei. Und so haben die Elefanten gelernt, gar nicht so doof, von diesem Vorrecht einfach auf die Straße treten zu können, Gebrauch zu machen. Ich habe hier tatsächlich eine andere Geschichte, da ist das Video jetzt nicht so spannend. Achso, Entschuldigung, was man noch vielleicht erwähnen muss, ich sehe das gerade hier auf dem Bild, da ist auch so ein Schild irgendwie mit so Elefanten, Animal Crossing. Also nicht nur einfach so auf die Straße treten, sondern auch noch am Warnschild, sodass wirklich auch jeder anhält. Und ich habe hier eine andere Geschichte, da wurde eher ein Pickup bestohlen im Video, wo der Elefant sich so ein paar Säcke von irgendwas darunter nimmt und dann fährt der Pickup irgendwie, schlängelt sich dann so durch und fährt weiter. Das muss wohl irgendwie Salzsäcke oder so gewesen sein. Weiß nicht, ob der Elefant es drauf angesehen hat. Erdnüsse vielleicht sogar auch. Und da wurde tatsächlich beobachtet, wie Elefanten ihren Jungen das beibringen, zu plündern. Und gut, aus Sicht des Elefanten ist es natürlich, du kommst da, das ist ja wie im Sushi-Laden, ja, wo so ein Band an dir vorbeifährt und du brauchst eigentlich nur danach zu greifen. Also würde ich jetzt gar niemandem einen Vorwurf machen wollen von den Elefanten. Ja, das ist eine ganz besondere Form der LKW-Maut, die die haben, die Elefantenmaut. Ja, die sind schlau. Also das ist ja auch du brauchst ja schon eine gewisse Intelligenz, um die Situation, das ist ja schon ein planerisches Vorgehen. Das heißt, du planst Schritte in die Zukunft hinaus und du weißt, wenn ich da auf die Straße gehe, bleibt der stehen und ich kann mich da bedienen. Ich habe auch zuletzt mal wieder eine Tierdoku gesehen. Das
Übrigens sehr empfehlenswert, kommt immer irgendwie, ich weiß nicht, ARD oder ZDF, Keeling, irgendwie Keelings Tierwelt oder sowas. Das ist ein Tierfilmer, der viel unterwegs war. Und der hat auch über Elefanten letztens was berichtet, fand ich auch sehr, sehr genial. In irgendeiner Savanne, weiß ich nicht, sind die dann auch an die Bäume, die da auch nicht so ganz häufig vorkommen, wo sie sich ihr Futter runterholen, sagt auch, der Elefant geht ganz bewusst so hin, dass er den Baum beim Fressen, er könnte die Äste abbrechen und viel besser drankommen, um dann unten zu fressen, macht er nicht, sondern holt die Blätter so runter, dass das alles nachwachsen kann, weil er weiß, dass er sonst seine eigene Existenz gefährdet. Ja, ja. Elefanten würden keine Kohlekraftwerke betreiben. Ja. Elefanten sind einfach die besseren Menschen. Deswegen genau. Apropos so. Grüne Thesen, wird dir jetzt eigentlich noch das Hanf freigegeben? Ach so, ja, das kann ich jetzt auf jeden Fall mal. Du kannst doch mal öffnen hier. Parallel zu dem Münsterländer Hanf habe ich auch noch parallel auch von unserem Hörer oder Familien halt ein heller Honigbock, also ein helles Honigbock auch noch bekommen. Das sind also quasi, können wir auch noch mal reinschmecken. Genau. Unangenehm. Einem schmeckt's so. Schon. Okay. Ja, jetzt wird hier Bier ausgereicht. Hanfbier. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie getrunken. Ich muss auch so einen Spliff dazu durchziehen irgendwie. Keine Ahnung. Also. Ich hoffe, ihr wisst, die Gläser, die ich euch hier zur Verfügung stelle, zu würdigen, die habe ich nämlich alle eigenhändig in meiner Jugend in irgendwelchen Kneipen geklaut. Oh, ist das denn schon verjährt oder hast du dich jetzt die Jugend? Ich sehe und habe mich sehr gut gehalten, aber wenn ich von meiner Jugend spreche, ist die doch jenseits von den Verjährungsfristen. Ich habe hier ein Kardinalglas. Hättest du wahrscheinlich noch einen mit dem Glas eins überziehen können, wäre auch schon verjährt. Selbst das, ja. So, Leute, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die Folge bisher ziemlich seriös war? Also ja, wir stoßen jetzt an, aber ich muss dann unbedingt das Niveau senken. Ja, wir haben noch keinmal das P-Wort gesagt hier. Ja. Ja. Und selbst dieser Pimmelangelo konnte nichts daran ändern. Genau. Ein sehr großer Pimmelersatz ist ja auch eine Gurke. Und soweit so normal, Prollo würde sagen, man kennt es ja, man steckt sich Gurke in Rektum. Ja gut, also erstmal die Frage, was für eine Gurke? Eine Salatgurke? Salatgurke, hier, okay. Richtigen Oschi. Also nicht 0815 Michelangelo, sondern so ein richtiger Riem. Der Trend geht ja zur Aubergine. Nee, der hat mir nicht mal eine Granate? Hatten wir auch schon. Also das ist ja immer wieder ein wiederkehrendes Thema. Man könnte meinen, wir haben da irgendwie so. Und ich wollte es eigentlich auch nicht bringen. Ich wollte es eigentlich auch nicht bringen, weil ich dachte, aus der analen Phase raus zu sein. Aber die Geschichte hier, die Begründung sind ja immer das Geile. Nicht, dass der sich so eine Gurke reinschiebt, soll er ja machen. Aber natürlich rutscht das irgendwie ab. Die ganze Gurke rutscht irgendwie in den Darm oder wo auch immer dahin. Wie, sie rutscht ab? Nee, der hat die sich so tief da reingewämst, dass er die nicht mehr rausgekriegt hat. Achso, ich dachte, die Erklärung würde sich jetzt darum drehen, wieso er sie sich überhaupt hinten reinschiebt. Genau, das ist ja immer das Beste, wenn die dann im Krankenhaus auflaufen, wie dieser Mann, 40-jährige Mann in Kolumbien, der dann in ein Krankenhaus kam und behauptete, dass eine Gurke in seinem Hintern stecken würde. Und dann gibt es hier ein Bild, so ein Röntgenbild, da sieht man tatsächlich, da steckt irgendwie ein sehr langer Gegenstand da drin. Also haben sie ihm diese dicke, hier fanden die Mediziner röntgen den Mann und fanden eine dicke Gurke in dessen Rektum. Und ja, dann wurde der betäubt und die Ärzte haben das da wieder aus dem Hintern raus operiert. Und dann wurde es aber richtig kurios und das ist jetzt das, was ich, also für mich eine der schönsten Begründungen, wie so eine Gurke in den Hintern geraten könnte. Und dann möchte ich euch mal, wir haben ja schon einige Stories gehört, wie so solche Gegenstände da reinkommen. Was hat er wohl behauptet, was der Grund dafür seiner Meinung nach ist? Er wollte eigentlich Gurkensalat machen, hat die Gurke gewaschen und weil es so heiß war, war er nackt und dann ist er irgendwie auf ein Stück Seife ausgerutscht oder auf irgendetwas und ist so unglücklich gelandet, dass die Gurke im Hintern war. Ich würde sagen, das ist die Standardbegründung. Man kennt es ja, Prollo, man kennt es ja. Aber nein,
tatsächlich deutlich kreativer. Also vielleicht, Prollo, du bist doch hier auch die Kreativabteilung. Oh. Was, jetzt mal ganz spontan, du wachst mit einer Gurke im Arsch im Krankenhaus auf. Was würdest du sagen zur Erklärung? War ein wilder Junggesellenabschied. Nein, dass es ein Dritter war. Ich würde sagen, das könnte er ja erzählen. Irgendwie, er ist festgehalten worden und dann kam irgendwie der maskierte Gurkenmörder. Von einem Gurkenlaster überfahren. Da kam der Michelangelo mit der Gurke um die Ecke. Ja, war es aber auch nicht. Jetzt vielleicht noch Brief, One-Shot. Ich habe auch keine richtig gute Idee. Er hat sich aus Versehen irgendwie auf das im Gurkenregal ist er im Supermarkt gestürzt und ist rücklings auf die Gurkensteige gestürzt. Oder vielleicht wirklich a shot in the dark, wo du gerade sagst, irgendwas mit Dark. Vielleicht im Dunkeln irgendwas? Nee, gar nicht. Also ich glaube, das ist so geil kurios, da kommt man auch einfach nicht drauf. Aber der Typ sagt erstmal, er wüsste gar nicht, wie die da hingekommen ist. Ne? Klar, er hätte sogar Angst vor Zäpfchen. Also er könnte sich niemals könnte er sich sowas Großes da hinten reinstecken. Aber seine Erklärung oder seine Vermutung ist, dass die Gurke aus einem Samen in seinem Verdauungssystem gewachsen ist. Weil er würde sehr häufig Gurken essen, also Gurkensalat zum Beispiel. Und vielleicht sei aus einem Samen einer solchen Salatgurke in seinem Verdauungssystem eine ganze ausgewachsene Salatgurke gewachsen, die dann irgendwann Probleme gemacht hat. Und um das möglichst glaubwürdig zu machen, hat er noch gesagt, dass er eins seiner Hobbys ist, Po-Loch-Sonnen. Denn damit die Gurke braucht ja auch Sonne. Auch wieder schön selbstreferenziell. Ja. Ich glaube, das ist auch Folge 1, 2 oder 3. Also irgendwo ganz weit vorne. Ja, ohne UV-Licht kriegst du keine Gurke ans Wachsen. Also die Po-Loch-Sonnen-Folge, liebe Leute, ist immer noch in den Top 5 unserer besten und erfolgreichsten Folgen. Aber das ergibt absolut Sinn, sag mal. Nichtsdestotrotz kann er dann froh sein, dass er jetzt kein Kürbis-Fan ist. Oh Gott, ich esse immer Kürbiskerne ins Müsli. Kürbiskerne, ganz gut. Besser nicht mit dem Po-Loch-Sonnen anfangen. Genau, also da nicht noch. Schwierig. Verdammte Scheiße. Kürbiskerne und Po-Loch-Sonnen und es ist vorbei. Okay, jetzt haben wir aber den seriösen Charakter dieser Sendung tatsächlich erfolgreich gesprengt. Ja, aber ist das nicht eine schöne Begründung? Ja. Also eine Gurke im Hintern gewachsen. Geil. Das ist geil. Das verdient auf jeden Fall Respekt. Ja. Überhaupt. Wohl wahr. So, da, guck mal, das Bier ist hier schon, das schäumt hier schon über. Habe ich irgendwas falsch gemacht beim Öffnen? Ich glaube, ich esse auch schon. Oh, ist auch ein bisschen gesuppt. Naja. Ja. Ah, bisschen Honigbier. Ja, ich wollte gerade sagen, ist gut fürs Holz. Ja, besser auf jeden Fall als das Suppen von tausendjährigen Eiern. Ne? Oh, hast du es denn mal inzwischen gegessen? Nein, also mit euch zusammen esse ich es ja, ne? Aber irgendwie alleine ist ja auch irgendwie langweilig. Ist ja noch tausend Jahre Zeit. Aber demnächst hat ja einer von euch Geburtstag. Ich habe noch welche, die halten noch bis November. Ich bringe sie mit. Es werden dann eher 1100-jährige Eier. Also das. Aber du musst es jetzt nicht renovieren, Beef. Also nein, der wurde zwar schon bestraft. Also, wer die besten 1000-jährigen Eier hat. Gemüffel. Hat Michelangelo. Ach nee, der ist ja nicht so alt, ne? Also das ist ja nicht ganz. 16. Jahrhundert? Ja, oder was? 500-jährige Eier. Aber pro Ei 500 Jahre. Ja, okay, Jahre. Wenn du es zusammenrechnest. Ja. Na gut. Beef. Was denn eigentlich mit dir? Was hast du denn heute so da? Ja, dabei? Ich habe tatsächlich auch noch irgendwie so eine skurrile USA-Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die bringen soll, weil das hatten wir schon ziemlich viel. Ich bin drüber gestolpert, weil ich gelesen habe, dass Kid Rock, das ist ein Musiker, so ein Rockmusiker, sage ich jetzt mal. Ich glaube eher auch ein dünner Angerührter. Auf jeden Fall. Der hat jetzt auf Bud Light Dosen geschossen, öffentlich, und hat das auch dann als Video ins Netz gestellt. Bud Light ist halt eine Biersorte, der Hintergrund dafür, es gibt noch mehr amerikanische, mehr oder weniger Prominente, die da auch irgendwelche sich dem Bud Light verweigert haben. Der Hintergrund ist tatsächlich, dass Transgender-Schauspielerin für Bud Light geworben hat, quasi im Auftrag der Großbrauerei, und dass deswegen da einige der tendenziell sehr konservativ rechten
Mitbewohner des amerikanischen Landes dann da drauf reagiert haben und gesagt haben, das ging jetzt irgendwie gar nicht und haben dann, wie gesagt, drauf geschossen oder sonst irgendwas gemacht. Ein Country-Sänger Travis Tritt hat verkündet, dass er bei seinen Konzerten kein Bier der Marke der Brauerei mehr verkauft werden würde, etc., etc. Was übrigens schwierig ist, weil das Bud Light gehört zu Anheuser-Busch. Das ist so eine der größten Brauereien weltweit, wenn nicht der größte Konzern, der so ungefähr 160 Biermarken oder sowas unter sich vereint. Einer der wichtigen Konzerne ist zum Beispiel auch Heineken, der dem Ben aus dem Rewe das italienische Bier, das in Belgien gebraut wurde, untergejubelt hat. Also Konsolidierung des Biermarktes, schwieriges ja. Thema. Eigentlich wäre das eher der Grund, es nicht zu trinken. Aber Bud ist ja eher... Was ich dann aber noch geiler finde, und das ist eben so diese kleine Wolte, die noch da drin ist, das ist immer wieder bei den Amerikanern, also Moral ist das eine, Doppelmoral ist das andere und Käuflichkeit ist das nächste, weil irgendwann fiel den Leuten auf, dass eben durchaus Anheuser-Busch sehr viele verschiedene Biersorten hat. Das ist auch bei dem einen oder anderen Politiker dann drin gewesen in dem Kühlschrank. Also eben, die haben dann Bud Light rausgeräumt. Aber alle anderen Biersorten, die auch von Anheuser-Busch waren, waren durchaus noch drin. Und Donald Trump Jr. wies alle Leute, die zum Boykott von Bud Light aufgerufen hatten, darauf hin, dass Anheuser-Busch einer der wichtigsten Spender der Republikanischen Partei sei. Und hat dahergehend gemahnt, man kann jetzt nicht das komplette Unternehmen für eine dumm-woke-Marketing-Kampagne, ich zitiere, also für eine dumm-woke-Marketing-Kampagne verantwortlich machen. Ja, beim Geld hört der Spaß auf. Da hört der Spaß und die Moral auch doch wieder auf in den USA. Ne? Das ist dann schon faszinierend. Sonst muss er nämlich auch T-Shirts verkaufen am Ende. Genau. Also die haben wohl, der Konzern hatte wohl bei den letzten Wahlen an den Kandidaten des National Republican Congressional Committee $500,000 gespendet und dann ist es dann doch nicht mehr so schlimm wohl irgendwie. Das ist so ein bisschen die faszinierende Variante. Geld löst das Problem dann doch. Ja, und sich dann noch so eine scheinheilige Begründung dafür auszudenken, ne? So, man kann die ja nicht allein dafür verantwortlich machen und so weiter, ja. Also. Es ist einfach. Da ist immer wieder bei, was du ja auch sagst, Doppelmoral, ja. Ne? Das ist nichts anderes. Das ist einfach, Deswegen, jetzt habe ich das Niveau doch wieder, habe ich es gesenkt oder habe ich die Laune verdorben? Ich weiß es nicht. Schwierig. Ja. Da fehlt eigentlich jetzt nur so ein dummer Kommentar noch hinterher. Dann hau raus. Ja, da bist aber du für zuständig, Paul. Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ja, ich finde da nichts Passendes zu, aber Vielleicht fällt uns ja noch später was ein. Ist aber mal wieder auch ein Armutszeugnis für Kid Rock. Der ist ja jetzt schon mehrfach durch solche Sachen. Ich wusste gar nicht. Ich meine, ich fand diesen Song, ich komme jetzt nicht drauf, diesen Hit, den er hatte, den fand ich schon im Original kacke. Also ich bin kein Fan von dem, aber ich habe den eigentlich, bis er dann so in diesem ganzen rechten Spektrum da sich so als Ultra-Republikaner geriert hat und waffennah. Der sieht aus wie Johnny Depp. Also vom Johnny Depp in so Piratenkostüm. Ja, naja. Also, keine Ahnung, hat er auch nicht auch mal mit Pamela Anderson irgendwie zu tun gehabt oder so? Also das ist eher so, der hat mal, glaube ich, einen Hit gehabt. Wenn ich das jetzt abspiele, kriegst du wieder Beef mit YouTube. Ja, lass mal lieber. Okay. Kriegen wir wieder einen Strike. Aber du kannst ihn in Nashville sehen, am 18. April. So, was hat er gesungen? Ryan All Summer Long? Ja, genau das. Das ist, glaube ich, der einzige echte Hit, der ist ja gecovert. Aber damit hat er sich gesund gestoßen und kann sich jetzt quasi alles rausnehmen und ist wahrscheinlich auch, hatte wahrscheinlich auch eine dicke Fanbase in den entsprechenden Klientelen, die ja sehr groß sind in den USA. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass so ein Kid Rock das dann auch macht, um seine Fanbase zu bedienen. Ja. Dass er weiß, das sind halt im Prinzip das eher so, Base. Der ist so in der Redneck-Ecke unterwegs und sind so ein bisschen. Die Clintons werden mich nicht mehr hören. Ja, aber genau. Die Fans of Obama möglicherweise auch nicht, aber das ist dem auch egal, weil es gibt genug andere. Also das mag auch ein Grund sein. Auch das ist so. Auch der muss Geld verdienen und muss Werbeverträge haben. Aber bezeichnet sich übrigens selber als Country-Rap-Rocker. Und bittere Fußnote für dich, Ben, geboren in Michigan. Ja. Detroit. Ja, kann man nichts machen. Ja. Apropos, hier von dem Hanfbier werde ich ganz high. Da fällt mir immer wieder das hier ein. Smoke weed every day.
Also das trinken wir ab jetzt nur noch. Das ist, also ich weiß nicht, also... Also man kann auch hat das berauschende rauchen kann man es nicht auch. Das ist tatsächlich. Ist aber auch sehr süß, mein Lieber. Echt gut, aber dann pass mal auf süß. Dann haben wir doch hier jetzt noch das, den hellen Honigbock. Kann ich das mal nachlegen? Ja, leg nur. Aber vielleicht mit diesem nur so einen kleinen Gerät. Schluck. Dankeschön. Also Honigbier ist nämlich so. Ich mach mal bei mir und gebe ich dir rüber. Ja, das ist dann. Ja. Mal weiter, ohne zu tropfen. Trinke ich die Flasche aus. Jo. Okay. Wie gesagt, auch an dem könnte man nochmal darauf hinweisen, auch Bierspenden sonstiger Art sind wir, dem sind wir offen gegenüber. Also auch auch abstruse Dinge. Muss jetzt nicht Bud Light sein, aber im Prinzip wir trinken fast alles. Ja. Hauptsache es kommt nicht von Anheuser-Busch. Ja, da wird Luft aber schon dünne. Nein, Quatsch. Wir sind da ja ganz offen. Ja, selbstverständlich. Ja, dann Prost und nochmal vielen Dank, One in a Million. Honigbier, genau. Sehr gut. Das ist the way to go. Nicht nur, dass er offensichtlich fleißig zuhört, er hat ja auch schon mal kommentiert, schickt Bier, toller Typ. Er hat mir auch noch was gestanden. Haben wir nicht auch mal mit dem telefoniert? Nee, telefoniert haben wir mit ihm noch nicht, aber was er mir jetzt gestanden hat, er hat jetzt einfach beruflich... weniger Zeit, also familiär und beruflich weniger Zeit, um Podcasts zu hören. Man hat vorher drei Podcasts festgehört, unter anderem unseren und auch Fest und Flauschig. Und jetzt musste er sich entscheiden und hat Fest und Flauschig aus seinem Programm geschmissen. Also nimm das, Böhmermann. Also ganz ehrlich. Boah. Also insofern, und hört jetzt unseren noch, Podcast, noch, hört er weiter. Also, gemischtes Hack löschen und dann ist der Mann der Stunde. Also dann aber echt an dieser Stelle besondere Extragrüße. Ja, ja, und er also, hat auch Respekt. Hat Geschmack und Ahnung, das muss man sagen. Ja, er versteht was von Boxen, definitiv. Ja. Wow, you can really dance. Wow. Ist das eigentlich, hast du das Gerät schon vorprogrammiert so übernommen oder? Nee, ich habe nur jetzt länger nichts mehr Neues draufgepackt, weil ich so viel unterwegs war, aber deswegen muss ich so ein paar Konserven rausballern, aber für die nächste Sendung verspreche ich wieder frisches Gut. Ja. Nee, das war ja noch neu, aber die Auswahl finde ich so faszinierend. Ja, du hast hier, ich weiß nicht, du hast hier 8x8 Pads, die du frei belegen kannst. Wir nennen ja nach wie vor nicht den Hersteller, ne, weil der sich weigert, uns Geld zu geben dafür. Deswegen. Ja. Aber das ist definitiv die eierlegende Wollmilchsau. Da könnten wir jeden Ministerial-Podcast mit produzieren. Also ganz locker. Wir sind ganz weit vorne. Also wer keinen Bock hat, uns zuzuhören, der kann uns auch einfach engagieren. Wir sind still. Genau, wir sind auf jeden Fall eine Spur günstiger als das, was das Arbeitsministerium bezahlt hat. Ein bisschen, ja. Prollo, hast du da noch eine Story oder was ist ja, das? Ja, wir sind ja, also ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Es geht um so eine, ist so ein bisschen eine bräsige Person, leicht doof. Das ist insofern so eine Meta-Überleitung jetzt. Wie dem auch sei. War das jetzt Schleichwerbung, Meta? Meter. Nee, sowas wollen wir nicht. Sorry für die Unterbrechung. Ich bitte darum. Also, wir haben ja jetzt hier von ChatGPT und so weiter, wie auch immer das ausgesprochen wird, und diesen anderen KI-Sachen und dem überhaupt dieses neubotische Zeug, haben ja schon viel berichtet, eigentlich wenig berichtet im Vergleich zu dem Hype, der da abgeht seit Ewigkeiten. Und wir hatten auch das Thema Schach, wie wir uns erinnern. Ja, auch wieder, wo sich einer angeblich was in den Po gesteckt hat. Genau, da war das mit den Kugeln. Selbstreferenzielle Schachkugeln im Rektum führen zum Sieg. Genau. So zumindest der Vorwurf. Nein, nein. Es ist nämlich so. Beim Schach ist es ja im Prinzip so, dass erst damals, als Deep Blue an den Start ging, der Vorwurf war, dass das System doch mit menschlichen Spielern sozusagen bedient wurde, die dann nachgeholfen haben. Und mittlerweile ist es ja, wie wir festgestellt haben, eher umgekehrt, dass dem Gegner, wenn er zu gut ist, vorgeworfen wird, Computerunterstützung genossen zu haben. Insofern hat sich das Bild also ein für alle Mal gedreht. Sprich, Schachcomputer haben die Menschheit zumindest im Schach dauerhaft besiegt. Und da bin ich auf einen kleinen Artikel aus dem Atlantic gestoßen, der sich damit befasst, mit einem Angebot, das die Schachwebseite chess.com
eine der, oder mit Abstand die wohl meistgenutzte Schachwebseite zu dem Thema. Die haben nämlich verschiedene sozusagen KIs oder Personen oder Gegner im Angebot, wenn man da spielt. Habe ich selber nicht ausprobiert, steht aber hier. Und unter anderem gibt es auch den Martin. Und der Martin, der wird damals, als es noch Software auf Schachteln gab, war es tatsächlich auf die Schachtel draufgedruckt und mittlerweile sieht man, kann man die aber im Internet dann auch auswählen. Der Martin sieht so als, ja, da steht Turtleneck wearing Bulgarian. Ich weiß jetzt nicht, wie man Bulgaren von anderen Leuten unterscheidet. Ich glaube, jedenfalls Stimme, hat er so buschige Stimme. Augenbrauen, so einen dicken Bart und die Haare gehen so langsam nach hinten raus. Und der Martin, der ist nämlich bewusst so programmiert, dass der scheiße Schach spielt, um sozusagen die Anfänger auch noch mit ins Boot zu nehmen. Und das Einzige, was er wohl recht zuverlässig kann, ist Schachmatt herbeizuführen, wenn es in einem Zug erreichbar ist. Ansonsten spielt er so übel, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Tatsächlich aber spielt Martin über 10 Millionen Spiele pro Woche und ist damit der beliebteste Bot auf der Seite. Und das erstaunt ja schon. Also wenn das Publikum sich bewusst für einen etwas simpleren Gegner entscheidet. Und insofern ist das einerseits, ja, wir haben ja das Thema KI gehabt, so ein bisschen unterschwellig. Und die Kritik ist ja jetzt irgendwie zwischenzeitlich war dann das Thema hier KI verbieten, ja, könnte ja schlimme Dinge passieren. Und da wird hier tatsächlich kritisiert in dem Artikel, dass das sozusagen von den eigentlichen Problemen ablenkt, nämlich Ausbeutung von Arbeitern, Datendiebstahl, Machtkonzentration in Händen weniger. Ja, dass die KI irgendwelches Zeug ausgibt, ist ja gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die Leute die KI mit ihrem eigentlich möglicherweise vertraulichen Zeug füttern zu diesem Zweck. Und ja, in dieser Welt wird tatsächlich im Artikel der Martin eigentlich als Vorbild angepriesen, nämlich dass er den Leuten überhaupt die Kontrolle wiedergibt über ein System, das sie eigentlich nicht durchblicken, in dem Sinne, dass sie sich eben einmal dass der Gegner so ein bisschen sagt, das erzählt er auch von sich, er spielt eigentlich, hat jetzt gegen seinen 4-jährigen Sohn, hat er Schach verloren und ist so ein bisschen transparent in dem, was er kann, nämlich nichts, zumindest in der Schachwelt, und die Lehre daraus müsste eigentlich sein, so endet der Artikel auch, dass es beim Thema KI gar nicht darum geht, noch eine schlaue KI zu entwickeln, sondern den Nutzern viel mehr Kontrolle oder ein Gefühl der Kontrolle und Transparenz zurückzugeben. Und dass sich das System letztendlich auch auf das zurückbesinnt, was es kann. Also ChatGPT und diese ganzen Dinge, die behaupten ja auch schon mal Dinge, die nicht sein können und verleiten die Leute dazu, dass sie sich von ihren Ehepartnern trennen etc. Und vor dem Hintergrund ist der Martin, der halt er sagt, dass er auch ziemlich schlecht spielt und das auch so tut, im Vergleich echt transparent. Ja, und er besinnt sich halt auf das, was er kann, nämlich schlecht Schach spielen. Ja, und das ist doch in der heutigen KI-Welt auch mal eine Ansage. Also das ist jetzt ganz interessant. Ich hätte jetzt das war ja ein relativ langer Anlauf bis hin zu dem Ergebnis. Ich hätte jetzt nicht erwartet, das, was du hinten dann erwähnt hast, dass der so transparent ist, dass er quasi auch selber sagt, ich spiele scheiße Schach. Weil ich hatte jetzt anfangs erwartet, nachdem du da gestartet hattest, dass der Martin vielleicht so eher so ein manipulativer Typ ist, also Typ in Anführungsstrichen, indem er eben scheiße spielt und den Leuten ein super Gefühl gibt, dass sie super geil Schach spielen können. Aber das kann man ja noch nicht mal behaupten, wenn er offen und transparent zugibt, dass er wie ein Vierjähriger spielt. So ist es, beziehungsweise gegen einen Vierjährigen verloren hat. Und tatsächlich, wenn er doch mal im unwahrscheinlichen Fall, dass er gewinnt, muss er auch was sagen und sagt, ja, ich hab das hier meinen Kindern beigebracht, da weiß ich so ein, zwei Sachen. Und dann wanna try again. Ja, insofern. Aber der ist im Prinzip, das ist eine KI, die programmiert ist, schlecht zu spielen. Ja, so ein Schach eine Schachsoftware, die einfach nicht gut ist. Mhm. Und
das halt auch auslebt. Also wie gesagt, auf der Seite und wahrscheinlich auf etlichen anderen Schachseiten gibt es halt Gegner verschiedener Schwierigkeitsgrade. Mhm. Und der Bulgare, warum auch immer das jetzt ein Bulgare sein soll, spielt halt nicht so gut. Das liegt nicht daran, dass er Bulgare ist, mutmaßlich, sondern dass da halt, man muss es ja auch ein bisschen hübsch machen auf der Seite. Ne? Das, der Ben kennt das, soll ja auch nach was aussehen. Und deswegen haben die ganzen Schachcomputer halt auch Gesichter, die sich irgendwer ausgedacht hat. Und der Martin, der spielt halt einfach nicht gut. Es gibt auch ein paar höherwertige Gegner, wenn man so will. Und ja, dass man gegen eine Schach-KI, die sich richtig austobt, nicht gewinnen kann, das nimmt ja auch so ein bisschen gerade dem Hobbyspieler den Reiz des Ganzen. Und wird eine KI ist ja eigentlich der Witz, dass die sich entwickelt, also und selber entwickelt. Das heißt, dass die quasi selber lernt. Wird er denn dann jetzt kontinuierlich schlechter oder wird er tatsächlich in homöopathischen Dosen besser? Oder lernt er, wenn er zufällig dann doch mal gewinnt, wie er beim nächsten Mal dann verliert? Ja, letzteres würde ich sagen. Ich würde letzteres erwarten. Aber das wäre dann sehr intelligent, eine KI so zu programmieren, dass sie genau das kann. Aber das würde mich als Spieler wahnsinnig aufregen, wenn der immer extra sozusagen, das ist ja wie sich ergeben, wenn er immer so sozusagen seine Dame genau vor meinen Bauern zieht, damit ich die schlagen kann oder so. Also ich muss dazu sagen, ich will jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung geben, aber es gibt natürlich verschiedene Stufen der künstlichen Intelligenz. Ja, und das ist jetzt eine der einfachen natürlich. Mhm. Sonst hätte der Artikel halt auch nicht funktioniert. Das ist ja auch. Ne, aber auch der Martin, also, wenn man bei der künstlichen Intelligenz bleibt, er müsste sich ja weiterentwickeln quasi und er müsste ja peu à peu besser werden. Ja, du, die Frage ist, was wird heute Spiele alles macht, künstliche Intelligenz genannt? Nee, also die künstliche Intelligenz besteht ja darin, dass er in einem Spiel, wo die Züge nicht vorhersehbar sind, eben spielt. Okay. Ja, immer also schlecht antizipiert, dass der andere wahrscheinlich immer einen leichten Vorteil hat. Ja, Schachcomputer gibt es halt auch schon länger. Ey, ganz ehrlich, das ist doch super frustrierend. Stellt euch das doch mal vor. Also, wie war das denn früher, wenn du gegen irgendwelche Leute Fußball oder wie auch immer gespielt hast und du weißt, die sind so viel besser, aber die spielen die ganze Zeit so künstlich schlecht? Ja, das ist doch scheiße. Tierisch aufregend. Das ist doch noch viel verarschender, also noch viel, viel, wie soll ich sagen, hopsnehmender als wenn ich gegen einen spiele, der besser ist, wo ich weiß, okay, der macht mich zweimal links und zweimal rechts und dann ist irgendwie gut. Dann kann ich beim Fußball vielleicht, beim Boxen würde ich das lassen. Ja, aber ganz offensichtlich, der Prollo hat ja gesagt, dass der irgendwie, wie viele Millionen? 10 Millionen. Ja, der ist echt populär. Ne? Der ist echt populär. Anscheinend ist es psychologisch. Kennen wir nicht irgendeine Psychologin oder einen Psychologen, den wir anrufen können? Es gibt wahrscheinlich eine Erklärung dafür, wieso die Leute gegen jemanden spielen wollen, wo sie mal gewinnen. Ja, aber vielleicht wenn sie doch von vornherein, ob der Transparenz wissen, dass sie eine, also oder sagen wir zwei Sachen. Zum einen würde mich das abfacken, wenn ich genau weiß, der ist darauf eigentlich ausgelegt, mich gewinnen zu lassen, so ein Stück weit. Da ist schon kein Bock mehr. Weil er ja auch noch transparent ist. Und noch mehr würde es mich abfacken, wenn ich trotzdem verliere. Ja, gut. Oder nur gerade so gewinne. Also, ups. Ja, aber wenn die KI gut ist und du am Ball bleibst, dann wirst du irgendwann gewinnen. Ja, wanna try again. Ne? Yeah. Wir können ja mal die KI fragen, warum die Leute darauf abfahren. Ja, das wäre ja schon spannend. Also wie gesagt, ich finde es ja schon schön, also 10 Millionen pro Woche ist ja auch ein Wort. Also ich meine, das sind ja dann aufs Jahr gerechnet mal 52 Wochen, eine halbe Milliarde Menschen oder eine halbe Milliarde Partien, die da gespielt werden, werden immer neue Menschen sein. Aber das ist ja wahnsinnig viel. Und das finde ich bizarr. Und wie gesagt, wie Ben eben sagte, mich würde das völlig abfacken irgendwie, wenn ich da dann nicht nur verliere, sondern auch weiß, ich kann quasi nicht verlieren. Das ist doch scheiße. Da ist doch gar kein Wettbewerb mehr drin. Macht doch keinen Spaß. Ja. Also, ganz ehrlich. Der Witz ist ja, wenn man irgendeinen Sport, egal ob das jetzt, ich sag mal, Kopfsport ist, wie Schach oder normalen Sport auf irgendeinem, also physischen Sport oder sonst irgendwas. Also, wenn ich weiß, ich kann nicht verlieren, da ist doch der Reiz ein bisschen raus. Also, oder? Täusche ich mich? I don't know. Also, wie gesagt, da müsste ein Psychologe mal zu Wort kommen. Also, da gibt's bestimmt, wenn's so viele Leute gibt, die's trotzdem spielen, da gibt's bestimmt eine Erklärung für. Es baut vielleicht doch auf, vielleicht bescheißen die Leute sich auch selber, vielleicht sagen die sich, ey, das ist alles Quatsch, die sind in echt, sind die super. Also, der Martin ist super. Der Martin, Bulgare hier aus Europa, die sind Schach, sind die schon immer gut. Der Martin ist tatsächlich in der Beginnergruppe, also Anfänger. Wer auf die Webseite geht, sieht
In dieser Gruppe sind 3 Bots kostenlos, die für die anderen wird bezahlt. Und dann gibt es auch fortgeschrittene Master und so weiter, Top-KIs. Jetzt beschreib doch mal den der Martin. Der Bulgare, den zeige ich dir jetzt. Ach, der ist ein Bulgare. Der wird dadurch Bulgare, dass halt die bulgarische Flagge unter dem okay, Wind. Also tiefe Stirn, ja, so sieht der Typ dicker halt Rauschebart. So sehen also, Bulgaren aus. Also ich sehen weiß die, jetzt nicht, ja, ob die, so ein Bulgare aussehen. Ich war ja schon mal sehen in die bulgarischen Bulgarien. Frauen auch so aus? Die sehen alle so aus. Die sehen ausnahmslos alle so aus, auch die Kinder. Und, vor allem mit dem Bart. Ja, ja. Ich klicke jetzt die Elani, die ist aus Griechenland. Ich dachte, das wäre nur bei den Zwergen. Auch wegen dem Namen, die sieht jetzt nicht so griechisch aus, wie vielleicht ja, so ein Michelangelo. Ja, hochgesteckte ja auch, Haare. Ich also weiß nicht, typisch Grieche. Gibt es hier sonst nicht. Kreta oder Mailand, gesehen. Hauptsache Spanien. Und der Aaron, der, wo kommt der denn? Aber gab es nicht mal auch den Marin hier? Gab es denn nicht mal auch den Dieter Krebs? War der nicht mal, ich bin der Marin? Ne? Hier ist so ein Schrank. Ich bin das der war Martin, so ein Norweger-Polityp da irgendwie. Ne? Ja, ja. Also tatsächlich könnte man über diese National- und Namenszuordnung jetzt diskutieren, weil der Emir hier, der ist sieht so ein bisschen südländisch aus, der ist nämlich aus der Türkei, ja, der hat auch eine ordentliche Bartfrisur. Und der hatte der Bulgare auch. Der Bulgare, ja. Hier ist so ein Business-Typ, der Nelson aus Südafrika oder was. Der Bulgare ist ja beim Türken um die Ecke. Ja, ich würde sagen, das müssen jetzt die schachbegeisterten Zuhörerinnen hier selber mal rausfinden. Ich muss ein bisschen Housekeeping machen und unseren Alarm abfeuern. Es ist schon wieder längst Zeit. Mensch, wie ist die Zeit wieder vergangen? Das schreit doch nach einem Quickie mit dem Sommer. Ja, ich würde aber, bevor der Sommer ein Quickie macht, ich muss unbedingt, wir haben zwar nichts angeteasert, aber nächste Woche ist das dann schon wieder vergessen. Ganz, geht super schnell. In Manchester wird das Musical Bodyguard aufgeführt. Bodyguard, der Film mit Whitney Houston und, also das Lied aus Bodyguard ist I... And I will always love you. Und ich. And I. Gedacht, das wollte ich Korn. Euch ersparen. Ja, sehr gut. Und jetzt ist die Vorstellung vor kurzem abgebrochen worden. 10 Minuten vor Schluss. Und jetzt, man könnte fast drauf kommen, wieso. Weil der Sam was schon vorgemacht hat. Wieso wird so eine Vorstellung abgebrochen? Ich war nicht da. Ich schwör's. Tumulte? Ja, fast, ja. Ich habe es auch gelesen. Also ich könnte es jetzt beantworten. Ja, dann mach doch. Okay. Also es war tatsächlich so, dass eine Zuschauerin oder Zuhörerin so mitgekräht hat und zwar wirklich krähen, also auch so schlecht und schlecht gesungen hat, aber so laut, dass die Musical-Sängerin übertönt hat. Also die hat wohl versucht, da noch gegen anzusingen, aber die hat so scheiße gesungen im Publikum und so laut, dass die das einfach abgebrochen haben. Unfassbar. Und wirklich gekräht. Also es war, ich habe das auch gelesen, wir haben beschrieben als ganz schlimm und quasi an jedem Ton vorbeigeschossen. Also nicht nur mal schief, sondern immer schief. Und die musste dann von der Polizei aus dem Saal geführt werden, diese Frau. Es gab auch in dem einen Artikel, wo ich es gelesen hatte, gab es auch noch so ein Audio-File. Hast du das auch noch gehört? Nein, irgendwie. Echt? Das bereiten wir für nächstes Mal vor. Echt? Also das kannst du mir das nochmal schicken? Grässlich. Das schicken wir hier auf die Soundbar. Da hat man das auch so ein bisschen gehört und das war wirklich nicht schön. Also, aber ganz da mal Respekt für das Organ, weil das musst du erstmal hinkriegen in so einem Konzertsaal, wo jemand anders auf der Bühne mit Mikro steht und musikalischer Untermalung, das zu übertönen. Also Respekt. Ja, also Wahnsinn auf jeden Fall. Und wenn wir die Soundfile noch finden, dann spielen wir das hier ein. Das hatte ich jetzt gar nicht in einem WDR-Artikel. Der Roger, der kann ja noch suchen. Ich bring mal hier meinen kurzen Quickie. Der ist ja auch nur kurz und vielleicht hat der Beef es bis dahin gefunden. Auch eine kurze, wie aber auch einfach geile Geschichte, wie ich finde. Und zwar ist in Niederbayern in Essenbach ein Kind mit ihrem oder mit dem Familienhund, mit einem Yorkshire Terrier, spazieren gegangen. So, weißt du, gut, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Die geht also abends
mit dem Hund raus, Gassi gehen. So. Und dann kommt sie aber ohne den Hund zurück. Was ist passiert? Also sie ist mit dem Hund spazieren gegangen und kommt ohne den Hund zurück. Ja. Die Tochter. Ach so, ne? Die Tochter. Ja, die Tochter kommt ohne den Hund zurück. Ja, den Hund verkauft, ne? Genau, habe ich auch gelesen. Die hat keine Lust gehabt aufs Gassi gehen und hat irgendeinem x-beliebigen Typen, der da vorbeikam, angeblich für mehrere hundert Euro den Hund verkauft. Also wie geil ist das denn? Der Vater, der war natürlich entsetzt. Sie kommt nach Hause, der Hund ist weg. Sie sagt ihm, ja, ich habe den verkauft. Der Vater hat dann daraufhin die Polizei angerufen. Und was hat die Polizei dem gesagt? Geh weiter, kümmere dich selber. Das ist nicht unser Job. Also er soll gucken, dass er den Käufer findet und zivilrechtliche Schritte prüfen lassen. Aber da kann die Polizei aber natürlich gar nichts machen. Die Tochter, die ist doch noch gar nicht geschäftsfähig. 11 Jahre? 11 Jahre? Nee, die ist nicht geschäftsfähig. Und insofern haben sie vielleicht sogar eine Chance, den wiederzukriegen. Und vielleicht darf sie sogar das Geld behalten. Ich weiß es nicht. Ich bin zu lange raus aus dem Business. Aber ich find's total geil. Also an alle, die sich überlegen, einen Hund anzuschaffen und die Kinder haben. Und die Kinder sind ja immer die, die sagen, kauf ein Haustier, kauf einen Hund, kauf eine Katze. Wir gehen auch mit Gassi, wir machen auch sauber. Das kann schief gehen. Das kann alle, die sich günstig einen Hund anschaffen wollen, fragt doch mal bei den Kindern in der Nachbarschaft, ob der zu verkaufen ist. Ja, aber günstig war das nicht. An irgendeinem Mann hat ihr den abgekauft, oder? Ja, und also das ist ja auch von dessen Seite, ich meine, ein bisschen fragwürdig, einen 11-jährigen Hund abzukaufen. Absolut. Aber bitte, kann mir mal einer sagen, kennt ihr euch aus mit Hunden? Ist das normal, dass so ein Yorkshire Terrier für mehrere hundert Euro verkauft wird? Das Original Yorkshire Terrier aus Yorkshire ist, weiß ich also nicht. Ich finde es krass viel Kohle für so einen Hund. Ich hätte jetzt mal gedacht, der geht vielleicht für 100 Euro rüber. Aber ich habe bis jetzt in meinem Leben noch keinen Hund weder verkauft noch gekauft. Also insofern könnte ich da gar nicht mitreden. Ich kann nicht einschätzen, was Hunde kosten. Ja, gut. Wie auch immer, der Hund ist weg, die Kohle ist noch da. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Story dazu. Ist auf jeden Fall sehr geil, auch erfindungsreich von der Kleinen, das einfach mal so zu lösen. Das ist die ist das genau, die wird vielleicht also auch mal nachhaltig. So, die wird mal so eine Problemlöserin. Das ist sehr, die ist einfach praktisch orientiert. Ja. Also ich hoffe nicht, dass sie immer mal Zooleitung hat, weil sonst ist der Zoo schnell leer. Das verliert das seine Attraktion. Obwohl natürlich ein Yorkshire Terrier zum Zoo möglicherweise auch nicht unbedingt aufgestellt wird. Nicht unbedingt. Aber ja, ich finde das auch, ich habe das auch gelesen und ich fand das auch bizarr irgendwie. Das ist, genau. Und aber die Polizei kann nichts machen, ne? Also. Nee, warum auch? Das ist ja eine rein zivilrechtliche Geschichte, ne? Gab's, also kein Strafrecht irgendwie involviert. Gab es denn irgendeine Rückmeldung dahingehend, dass es nochmal weiterging? Also ist denn der Typ ist da gefunden worden, der den Hund gekauft hat? Der ist erstmal fort. Also die müssen jetzt erstmal auf die Suche sich machen. Also irgendwie. Ja, bist du auf den Hund gekommen? Die haben ja jetzt Zeit, weil sie müssen nicht mehr Gassi gehen. Das heißt, sie können jetzt die Nachbarschaft abklappern und klingeln gehen. Hm. Ist ja auch mal schön. So, jetzt haben wir noch aus unerfindlichen Quellen hoffentlich die entscheidenden Passagen aus dem Auftritt in Manchester gefunden. Ich lasse das einfach mal laufen und hoffe, dass das jetzt das Richtige ist. Ich konnte das jetzt nicht mehr vorher sichten. Das könnte jetzt auch peinlich werden, ja? Das klingt zumindest nicht falsch. Das war schon schräg. Die schöne Stimme war die Sängerin. Genau, ja. Das andere war das vorhergekrähte quasi. Im Hintergrund war die. Also es klingt so ein bisschen wie bei einer Kinderparty. Aber gut, ich hoffe, das gibt jetzt nicht den nächsten Strike. Und bevor es zu böse wird, striken wir uns für heute raus, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay, also bis demnächst in diesem Rund. Malet gut. Macht's gut, tschö. Bis dann. Tschüsschen.